Swift is intended to be more resilient against erroneous code. Heißt das erroneous? Heißt nicht erroneous? Du darfst doch jetzt hier nicht verraten, was wir den ganzen Abend machen, weil wir sind nämlich jetzt schon live. Ja? Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Publikum. Das Publikum jubelt normalerweise, wenn wir hier anfangen, auch wenn zwischendurch Fußballpausen sind und heute nicht 400 Leute da sind, sondern nur Pi mal Daumen 20.000. Hey. Und auch das Internet guckt uns zu. Winken wir mal ins Internet. Wo ist das Internet? Das Internet. Ach, da ist das da. Internet. Ja. Okay. Wir haben heute angefangen um 19:45 oder fast um 19:45, weil wir die Sonderfußball-Edition machen, allerdings ohne über Fußball zu reden, weil das dürfen wir wahrscheinlich gar nicht, keine Ahnung. Wir haben, wegen Urheberrecht. Wegen Urheberrecht, wir dürfen wahrscheinlich auch nicht über die Spielstände reden. Deswegen würde ich sagen, reden wir einfach über Dinge, über die wir reden dürfen, hoffentlich. Du hast uns was mitgebracht, Lukas. Wir sollen heute langsam und deutlich reden und ausführlich erklären und wir werden uns alle unterbrechen. Außerdem sind wir heute mehr Leute als sonst, weil nämlich auch noch Katrin Passig hier ist, die Lukas erklärt, wie man noch besser programmiert oder so ähnlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Herzlich willkommen. Solange es nicht um Objektorientierung geht, wie im Programm angekündigt. Nein, auf keinen Fall. Kann ich es versuchen, ansonsten versuche ich dekorativ zu gucken. Ja, dann haben wir außerdem wieder hier, wie immer, Fiona. Und nachdem Fiona das letzte Mal am Rand sitzen musste, weil wir unsere Kamera nicht so schön eingestellt haben, haben wir gedacht, darf sie diesmal in der Mitte sitzen. Wir sagen Danke. Und Gabriel, eigentlich ist Gabriel ein Mastermind, der sagt uns immer, was wir hier tun sollen. Der bereitet auch immer lange Redebeiträge für uns vor. Das Problem ist nur, die druckt er uns immer aus und deswegen kommen die bei uns nicht an. Deswegen muss er uns immer live unterbrechen. Das ist handschriftlich. Das ist alles handschriftlich. Handschrift ist auch super. Lukas, wir sind schon live. Achso, ja. Vielen Dank dafür. Ja, ich habe es angekündigt, ich werde noch erbarmungsloser unterbrechen, wenn ich befürchte, dass die Zuschauer nicht mehr folgen wollen oder können. Und vielleicht sollte ich auch das Publikum nochmal dazu ermutigen, wenn wir hier abdriften in unerklärliche Sphären, dann schreit bitte auf, dann kommen wir zurück. Gut. Gut. Hallo. Ja, erzähl heute, mal. Achso, ja genau. Heute machen wir was Ungewöhnliches. Wir beschäftigen uns mit einer Programmiersprache und hoffentlich vielen anderen Programmiersprachen, die nicht frei ist. Beziehungsweise ist noch nicht entschieden, ob sie frei sein wird. Wenn man den Äußerungen der Entwickler Chris Lattner und Co. Glauben möchte, überlegen Sie sich das nochmal. Was heißt denn frei bei Programmiersprachen überhaupt? Ich habe da bis gerade eben nie drüber nachgedacht, dass es das ob es das überhaupt gibt oder nicht. Naja, also die Sprache, es gibt ja einmal irgendwie die Spezifikation der Sprache, also wo irgendwie zum Beispiel das Buch, dieses Buch, The Swift Programming Language, was die Sprache vorstellt, da könnte ich jetzt hingehen und sagen, ich baue selber einen Swift-Compiler. Ist die Frage, ob man das darf? Weiß ich nicht. Und dann ist die Frage, was ist mit dem Compiler, den Apple ausliefert? Der ist momentan nicht Open Source, also nicht einsehbar. Wir wissen nicht, was da drin genau passiert. Wir erinnern wir uns an Compiler? Hatten wir das? Ich glaube, wir hatten kurz darüber gesprochen. Genau, als es zwischendurch um die Assembly Language ging. Compiler ist das, was aus einer Sprache, in der ich programmiere als Programmiererin, das macht, was der Computer wirklich versteht. Oder? Korrekt. Korrekt. Warum könnte man sich selbst einen Compiler schreiben wollen, wenn es schon einen gibt? Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht ein macOS-Betriebssystem benutzen möchte, um Software zu entwickeln, oder gar keinen Entwickler-Account für $99 bei Apple kaufen möchte und aber trotzdem gerne ein Swift mal ausprobieren, dann bin ich momentan so ein bisschen aufgeschmissen. Krass, du musstest $99 zahlen, um... Aha. Nicht nur einmal. Oh, war ja. Wie nicht nur einmal? Das muss man jedes Jahr wieder zahlen. Hast du dich verklickt? Ah.
Und es gibt ja zwei... Wie so ein Klingelton-Abo. Ja, es ist ein Abo. Genau, es ist quasi ein Klingelton-Abo für Entwickler. Und man braucht auch zwei Stück. Also wenn man Mac entwickelt oder und iOS beides machen will, dann braucht man zwei Abos. Ist ja scheiße. Ja. Wie hast du es bezahlt? Mit Geld. Jetzt, so. Vielleicht. Und wenn das alles so böse ist, warum reden wir denn dann heute darüber? Und vor allen Dingen Swift, ich habe davon noch nie gehört, aber Apple gibt es doch schon ganz lange. Was ist das? Und warum redest du darüber? Und warum redest du nicht wieder über diese tollen Unixe und Linuxe wie beim letzten Mal? Ja. Nee, das ist alles jetzt die schleichende Kommerzialisierung dieser Sendung, die diesmal freundlicherweise von Apple gesponsert wird. Im Gegensatz zu den anderen Veranstaltungen. Genau, es hat halt niemand interessiert, diese ganzen Open-Source-Sachen. Und ich dachte, wir machen mal was, wo mehr die Zuschauer dann... Nein, das ist natürlich alles Spaß. Es geht hier darum zu zeigen, wie man hier schon sieht, wenn man in der Wikipedia guckt zum Thema Swift Programming Language, sieht man hier in dieser Box Influenced by, das steht normalerweise immer bei Programmiersprachen da, weil man spricht von Programmiersprachenfamilien und so weiter. Und hier steht, dass diese Sprache von vielen anderen Sprachen beeinflusst wurde. Und in der Tat ist das so. Und es ist sehr interessant, ein interessantes Beispiel, an dem man sehen kann, wie, es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber auch eben so ein großer Konzern wie Apple einlenkt und in Anführungszeichen moderne, neue Paradigmen von da draußen aufgreift und sagt, okay, das ist jetzt das Richtige für unsere Zukunft, wir bauen alles darauf. Die nennen es auch Systems Programming Language auf der ersten Seite im Swift-Buch. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Wink mit dem Zaunfall, dass sie möglicherweise auch ein Betriebssystem daran schreiben wollen. Oder das vielleicht. Also das wird Teil von Apples Strategie. Ja, was wir hier erleben, ist ja etwas, was nicht alle Tage passiert, nämlich dass eine neue Programmiersprache mehr oder weniger vom Himmel fällt. Ja, buchstäblich vom Himmel. Ja, und wir können sagen, wir sind dabei gewesen. was an Swift so interessant ist, was sie auch interessant macht für die Quelltextlesung, ist, dass sie nicht so richtig die reine Lehre von irgendetwas vertritt, sondern ein Potpourri ist aus verschiedenen, man sagt Paradigmen oder Arten zu programmieren, habe ich das mal in der Ankündigung genannt, die jetzt hier zusammenfließen. Und diese verschiedenen Paradigmen haben sehr unterschiedliche Vorzüge und Nachteile und sind von ihrem Wesen her ganz anders. Und da kommen wir eben an einen Punkt, wo man sagen kann, okay, wir reden hier über künstliche Sprachen. Wir reden über Computersprachen, aber wir reden Programmiersprachen, aber wir reden auch über Menschenwerk. Ja. Also diese Sprachen sind ja sind nicht vom Roboter gemacht. Die sind nicht aus dem Computer herausgekommen, sondern sie wurden von Menschen mit gewissen Zielen und Vorstellungen erfunden. Genau. Also ich würde von strategischem Design hier denken. Also da sind auch wirtschaftliche Interessen dran gekoppelt. Du hast ja gesagt, dass dem eine andere Programmierumgebung oder Sprache oder sowas voranging. Ne? Mhm. Also vorher gab es, glaube ich, eine besondere Apple-Entwicklungsumgebung, die gar nicht so wie Swift irgendwie beeinflusst war von irgendwas, sondern Kraut und Rüben. Genau, also vorher war alles im Apple-Land war Objective-C und es ist tatsächlich so, dass Objective-C, davon gibt es auch freie Implementierungen. Das ist jetzt also momentan ein Rückschritt sozusagen im Blick auf Open Source und freie Software. Ich kann jederzeit hingehen und mit dem GNU-Compiler Objective-C auf Linux programmieren, wenn ich möchte. Es läuft zwar nicht auf dem iPhone, aber hey. Wenn man wissen will, worüber Lukas gerade geredet hat, dann kann man sich die ersten 3,5 Stunden Quelltextlesung angucken aus den letzten Episoden. Richtig. Wo wir es eingeführt haben. Kurz und knapp und knackig. Nein, aber der spannende Punkt ist ja, wir haben das ja hier angefangen, wir erinnern uns ganz düster, als ich rausstellte, dass da so eine Open-Source-Dinge existieren und ganz wenig Leute da reingeguckt haben und deswegen ganz lange schon ein Fehler da drin war. Genau. Und in den ersten Ausgaben der Quelltextlesung haben wir auch darüber gesprochen, dass das ja eigentlich gar nicht so schwer sein kann, sich Code zumindest anzugucken und ihn lesen zu lernen. Also im Gegensatz zu Fiona lernt programmieren, sind wir hier ja noch bei der Stufe, wir lernen jetzt erstmal Quelltext lesen, beziehungsweise du erklärst uns, was wir da lesen können. Und da haben wir damals, ich weiß gar nicht, wann das war, im April, Jahre her,
das erste Mal drüber geredet, dass das irgendwie total toll wäre, Leuten beizubringen, dass man in Computerprogrammen Sachen auch reingucken kann, und dass das bisher noch nicht so die ganze breite Masse macht. Mhm. Und noch als ich vom das erste Mal von Swift hörte, war das, als ich auf so Publikumsmedien wie Spiegel Online davon gelesen habe, dass Apple auf einer Entwicklerkonferenz etwas für Entwickler vorgestellt hat und alle Entwickler total begeistert waren davon, und plötzlich war sozusagen einem normalen Publikumsmedium die Rede davon, ja, jeder kann jetzt für Apple programmieren. Eigentlich wollten wir ja zeigen, jeder kann auch mit Open Source programmieren. Das werden wir auch nächste Ausgabe wieder viel intensiver machen. Aber ist das denn so? Ist Swift wirklich irgendwas, wo man sagen kann, hier, damit steig mal jetzt ein, und führt das dazu, dass Leute plötzlich anfangen, Code zu lernen und zu lesen? Das ist durchaus möglich. Also es ist sicher eins der strategischen Ziele, von denen ich sprach. Neben dem Ziel, was hier steht bei Wikipedia, Swift is intended to be more resilient against erroneous code. Was so viel Code. Gegen Menschen sozusagen. Genau, es ist sicherer gegen Menschen. schützt besser gegen Menschen. Wir haben ja angefangen mit der Quelltextlesung. Die Quelltextlesung wurde eigentlich getriggert durch Probleme, die die Programmiersprache C mit sich bringt. Also wir erinnern uns, Heartbleed, OpenSSL, Schwächen, und Swift hat wohl den Anspruch, solche Fehler von vornherein auszuschließen im Design der Sprache, was ein hehres Ziel ist. Vielleicht kommen wir auch noch dazu, warum das nicht 100% klappen kann, aber es ist interessant, dass Apple sich damit beschäftigt. Und was du angesprochen hast, ist, natürlich möchte man, also der Sprache Objective-C, die vorher eingesetzt wurde, haftete immer so ein, das ist ganz schön außerirdisch, Image an. Man fühlte sich immer so ein bisschen wie auf Legosteinen herumzutrampeln, wenn man damit programmiert hat. Es war nie angenehm. Und Leute, die das programmieren konnten, haben sehr hohe Tagessätze verdient. Und das zeigt eben, dass man kann das angenehmer machen, man kann die Lernkurve senken, und das versuchen die natürlich jetzt damit. Und das ist, das hört sich so nachvollziehbar und plausibel an, es angenehmer zu machen. Ich finde das sehr angenehm, etwas angenehmer zu machen, aber das ist ja beileibe nicht Konsens. Also wenn man sich anschaut, was es so an Kommentaren gab, an ersten Kommentaren zu Swift, neben dem, oh, das sieht interessant, das sieht schön aus, gab es auch so in der Wolle gefärbte Softwareentwickler, die gesagt haben, wieso soll das denn jetzt angenehmer werden? Mhm. Also für die war das überhaupt nicht nachvollziehbar. Ja, da waren die Füße schon taub halt vom Treten auf den Legosteine. Ich habe keine Füße, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ja, also dass da jetzt jemand kommt und sagt, wir wollen es euch ein bisschen angenehmer machen, in Klammern, wir haben auch Interessen daran, nämlich ihr mögt doch bitte viele schöne Apps bauen für unsere Plattform, das wird auch schon wieder beargwöhnt. Ja, also wer das nachvollziehen möchte, muss einfach nur in irgendein Heise-Forum gehen und da Swift eingeben. Aber das kann man nicht empfehlen. Aber das ist doch sicher nicht neu. Also es ist jetzt auch das erste Mal, dass ich das so live verfolge, glaube ich, dass eine neue Programmiersprache auftaucht. Aber es würde mich sehr wundern, wenn nicht bei jeder bisherigen es genau diese Diskussion gegeben hätte. Es ist jetzt einfacher auf der einen Seite, hurra. Und wir wollen gar nicht, dass es einfacher wird, weil wir weiterhin hohe Tagessätze kassieren und nicht Hinz und Kunz als Konkurrenz haben wollen. Ja. Also abgesehen davon gibt es natürlich noch andere, etwas weniger eigennützige Gründe, Komplexität hochzuhalten und sich gegen so eine Art Lego-Duplo-Stein-Programmierung auszusprechen. Ja, ich glaube, diese Argumente werden wahrscheinlich auch vorgeschoben, dass es dann heißt, da kann man dann dies und jenes nicht mehr damit machen, dann unterwirft man sich dieser Einfachkeit und kann dadurch nicht mehr so spezifisch Aussagen treffen in der Sprache, wie man das vielleicht vorher konnte. Aber schauen wir es uns doch mal an, genau. Lukas. Ganz kurz noch eine Frage, kann man denn zusammenfassen auf was es kostet, wenn man eine einfachere Programmiersprache entwickelt? Also wenn man, was geht flöten zugunsten der Simplifizierung? Einmal, dass man Sachen präziser ausdrücken, nicht mehr so präzise ausdrücken kann, habe ich es richtig verstanden? Also ich gerne das Problem verstehen würde. Dann die Tagessätze ist auch doof. Also ich kann mal am hintersten Ende anfangen, also bei den Spätfolgen praktisch.
im Zusammenhang mit PHP, was die einzige Sprache ist, in der ich einigermaßen zu Hause bin, und deshalb verfolge ich die Kritik daran immer sehr aufmerksam. Im Zusammenhang mit PHP wird das schon sehr lange beklagt, dass es so einfach ist, dass niedere Wirbeltiere damit Code schreiben können, was dazu führt, dass auch niedere Wirbeltiere es eben tun und entsprechend schlimme Dinge dabei rauskommen, gerade weil auch viel fürs Web damit gemacht wird, muss dann auch der Rest der Welt darunter leiden. Also es ist ja nicht so, als würde man da nur eine Desktop-Anwendung damit basteln, unter der man dann selbst leidet und vielleicht noch die Familienangehörigen, die man zur Benutzung zwingen kann. Programmierung für alle zugänglicher zu machen, führt dann halt auch dazu, dass alle programmieren, oder nicht alle, aber mehr als vorher. Genau, also man hat Angst vor, Phänomenen wie Camcorder oder jetzt macht jeder Kinofilme mit dem Handy oder also die Amateurisierung von allem. Alle Schilder, die wir in der Stadt sehen, werden nur noch aus WordArt bestehen. Wir landen in einer Comic Sans getriebenen Welt, wo alles zerbricht. Ist ja eigentlich schon. Ja, ist schon fortgeschritten. Ganz geil eigentlich. Naja, ich glaube, diese Befürchtungen sind vollkommen berechtigt. gucken wir uns an, warum das so ist. Hier ist ein Beispiel vorher, wie man mit Objective-C, der alten Apple-Sprache, die sehr stark von Smalltalk beeinflusst ist, muss ich jetzt nur mal eben so sagen. Objective-C hat eigentlich die Syntax von Smalltalk geklaut und auf C drauf gestöpselt. Also es war kein komplettes Eigengewächs. Hier ist ein Beispiel, wie fügt man den String Hello und den String World zusammen in Objective-C. Das ist so, da braucht so viel Code, dass es hier das Layout von Wikipedia sprengt. NSString pointers zurück gleich add, Anführungszeichen Hello, Komma, Anführungszeichen Semikolon, str gleich Ecke, Klammer aus, str, String by Appending String, Doppelpunkt, add, Anführungszeichen, Leerzeichen, World, Anführungszeichen, Ecke, Klammer zu, Semikolon. Das ist sehr ausschweifend. Oh, du schönes Objective-C. Man spricht auch von Verbosity. Poetisch fast. Jeder, der JavaScript programmiert, weiß, dass es auch so geht. Oder PHP ist es ein Punkt, glaube ich, ne, den man schreibt. Ja, was macht das Add in dem oberen Beispiel? Genau, hier gibt es noch so lustige Schnörkel überall. Das Add ist ein Kürzel. Also das Problem war eben bei Objective-C, es muss alles immer noch mit dem C-Compiler kompilierbar sein. Und ein NS-String, also es ist kein nationalsozialistischer, sondern ein Next-Step-String, weil das ganze Zeug halt von Next-Step kommt und immer noch so heißt, ist ein Spezialobjekt, was noch viel mehr Informationen enthält, als nur ein einfacher C-String enthält. Und es ist inkompatibel zu C-Strings und deswegen musste man eigentlich schreiben NS-String gleich NS-String alloc init und dann init with C-String, das wäre noch viel länger. Ich bereue jetzt schon, dass ich gefragt habe. Dieses Add ist wirklich, also das, in diesem Add steckt also wirklich sehr viel Hintergrund, leider. Und Es ist eine ähnliche Geschichte, wie wir sie letztes Mal mit dem Vergleich Windows und Unix hatten, nämlich wie viel Ballast tragen solche Systeme mit sich herum, ja, wie viel Legacy. Es gab diesen alten Witz, der liebe Gott konnte die Erde auch oder die Welt auch nur in 6 Tagen schaffen, weil er nicht Rücksicht auf die Installed Base nehmen musste. musste nicht Rücksicht darauf nehmen, was schon alles da war vorher. Mhm. Und was wir jetzt hier sehen, diese Historie von Objective-C, dieser vielfach kritisierten Sprache, das ist genau das. Die ist deswegen so komplex, weil sie eben den Ballast eben auch von C noch mit sich herumträgt und den Anspruch hatte, damit auch noch in irgendeiner Form sehr stark kompatibel zu sein. Ja. Besonders aus Performance-Gründen hat man das gemacht. Ja, und wenn man Dinge wegschmeißt, dann kann man mit kürzeren, schnelleren, eleganteren Ausdrücken halt hantieren, wenn man nicht immer noch an die Vergangenheit denken muss. Genau. Und wir sehen, im Swift macht man das jetzt so, String gleich Hello und dann String plus gleich World. Also es wird der String einfach nur drauf addiert. Und ich denke, das ist zwar Swift, aber ich glaube, das funktioniert in JavaScript genauso.
Und wahrscheinlich würden auch alte Pascal-Entwickler sagen, das ist doch ein alter Hut, das habe ich doch schon vor 15 Jahren in Turbo Pascal so gemacht. Und das ist wieder mal typisch, Apple bringt irgendwas und das ist dann ganz toll und der heiße Scheiß und in Wirklichkeit ist es 15 Jahre alt. So sieht es nämlich aus. Genau, aber der Witz ist, ich habe jetzt gerade hier in der JavaScript-Konsole von Chrome dieses Swift-Beispiel reingepastet und die JavaScript-Konsole von Chrome führt es ohne Murren aus, obwohl das Swift ist. Zeig mal kurz. Erzähl mal kurz, was du hier gerade gemacht hast und was die Chrome-Konsole ist. Naja, die Chrome-Konsole ist in jedem Chrome-Browser enthalten. Man kann das auch mit Firefox machen oder mit irgendeinem aktuellen Browser. Wenn man in die Konsole, in den Inspektor geht, da kann man JavaScript eingeben, um damit rumzuprobieren. Also ich kann hier rechnen und irgendwas machen. Und ich habe einfach dieses Schnipsel Swift hier reingefügt und dieses... Was ich nur demonstrieren wollte, ist, dieses Schnipsel Swift ist gleichzeitig ein Schnipsel JavaScript. Die Syntax ist identisch. Das ist so, als ob ich zwei Fremdsprachen gleichzeitig beherrsche. Ja, wir finden bestimmt noch ein Beispiel, wo also der Satz in zwei Sprachen dasselbe bedeutet. Das ist natürlich nicht immer so. Das war jetzt ein Zufall, aber man sieht hier dran, Nimm doch mal die erste Zeile von Objective-C und guck, was dann passiert. Ja, okay. Wahrscheinlich muss man dann einen neuen Computer kaufen. Ja. Ich weiß noch nicht genau, wie man dieses neue Betriebssystem bedient. Moment. Ah. Also wenn ich das mache, dann... Jetzt möchte ich am liebsten gar nicht machen. Ich mache es trotzdem. Dann gibt es ein invalid left-hand side in Assignment. Also die beschwert sich darüber, dass die linke Seite ungültig ist. Das heißt aber nicht, dass die rechte Seite okay ist, oder? Das heißt nur, dass es nach der linken Seite gleich aufgibt und sagt, dann ist der Rest auch egal. Genau, genau. Hier geben wir auf und machen gar nicht erst weiter. Okay, aber bevor wir uns total verzetteln und ich nicht mehr mit meinem Betriebssystem klarkomme. Was ist denn los mit deinem Betriebssystem? Hast du was Neues? Das darf ich nicht sagen, weil ich unter NDA bin. ich verliere sonst meine Mitgliedschaft im Apple-Zirkus. Es gibt was Cooles, was sie gemacht haben. Das muss man schon sagen. Wir kommen auch noch dahin, dass sie das nicht erfunden haben, aber sei es drum. Es gibt in Xcode, das kennt jeder, der ein Apple-Entwickler ist. Ich glaube, man kann mittlerweile auch als Nicht-Entwickler das runterladen im App Store. Man braucht nur einen Mac. für jedermann erschwinglich. Was sie gemacht haben, ist... Bist du gesponsert, im Gegensatz zu uns allen. Sag mal, ich hätte dann hinterher gerne auch noch so ein paar Prozente ab von dem, was immer du hierfür bekommst. Ich dachte, der Sarkasmus klingt jetzt richtig durch so. Okay, ich arbeite noch dran. Mhm. Ich habe hier ein bisschen Code reingeschrieben. Es gibt ein Feature von Xcode, das heißt Playgrounds. Und tatsächlich, wenn man einen neuen Playground macht, dann steht hier oben ein Kommentar. Playground noun, a place where people can play. Und wir sind ja People, also können wir playen. Und ich habe ein bisschen Sachen hier reinkopiert, zum Beispiel Let Sparkling Heart, Gleichzeichen, / U00001F496 und heraus kommt ein Sparkling Heart. Die Magie des Unicode. Mal gucken, was 97 ist. Ich hoffe, keinen Scheißhaufen. Nein, noch mehr Herzen. Was wir gerade gesehen haben, ist total innovativ. Ich musste nichts machen und der Code wird ausgeführt. Hier rechts sehe ich das Ergebnis, den Wert dieser Berechnung, dieses Ausdrucks. Was total schön ist, weil ich halt sehr schnell rumprobieren kann. Das mag jetzt für normalsterbliche Menschen wie das Banalste der Welt klingen. Excel macht das seit 30 Jahren so. Ja. Wir können noch mal was über Spreadsheets machen. Ist ja, aber man muss wirklich mal sagen, die armen Programmiererschweine haben sowas nicht gehabt. Die allermeisten haben, wir hatten ja nichts. Das heißt, es wurde, es wurde programmiert, dann wurde dem Compiler gesagt, jetzt übersetzt das mal dem Computer. Und dann kam ein Fehler mit Left Hand. Moment, erstmal musste man Kaffee trinken. Dann muss man Kaffee trinken, weil das dauert. Und dann wird das Programm, wenn der Programmierer nichts falsch gemacht hat, alles ausgeführt. Und dann kann der Programmierer immer noch nichts falsch gemacht haben im Sinne des Computers, aber dann kann trotzdem noch sinnloser Quatsch dabei rauskommen. Das kennt jeder. Abstürzende Programme und so weiter. Aber es war immer ein mühsames, langsames Unterfangen, bis jetzt. Jetzt passiert etwas Echtzeitiges. Ja, ich kann hier wie so verrückt rumspielen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, let
lasse A sein 5 mal eine ganz große Zahl. Oh. Oh, schade. Integer literal overflows when stored into int. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Schwere Enttäuschung. Ich kommentiere das mal, damit wir später in einer anderen Umgebung probieren. Ich finde es eigentlich nicht so enttäuschend, weil das ist immerhin eine Fehlermeldung, die man, ohne vorher zu googeln, was sie bedeutet, verstehen kann. Dann erklär mal bitte, Katrin. Die Zahl ist zu lang. Da steht, dass irgendwas überfließt, wenn es in ein Int gestored. Ja, du hast schon recht, man braucht Vorkenntnisse. Und man muss es wörtlich nehmen, steht da, ne? Irgendwas mit literal. Da steht nicht, this number is too big. Ja, na gut, okay. Aber, okay. Aber ich habe schon unverständlichere Fehlermeldungen gesehen. Und es hat eine literarische Qualität ein bisschen. Sag doch dazu mal was, Katrin. Du meinst, das ist nur weil literal drin steht? Es steht literal drin und es steht Overflow drin. Also steht nicht, die Zahl ist zu groß, sondern wir haben wirklich ein Wort wirklich. Ich weiß nicht, ein Fehlermeldungs-Haiku. Ein wortwörtlicher Überfluss. Ich versuche gerade, es rauszutricksen, aber es gelingt mir nicht. Wenn du einfach die Zahl kürzer machst. Ja, aber wir wollen ja eigentlich, also was ich eigentlich nur zeigen wollte, ist, man stößt sehr schnell, man denkt, oh, ich bin hier absolute Freiheit, ich kann mich austoben. Der Computer, ich meine, das ist ein, der kann Milliarden Rechnungen pro Sekunde, Zahlen pro Sekunde zusammenrechnen, alles, es ist so mächtig und dann gebe ich eine kleine Zahl, naja, also sie hat ein paar Stellen, aber ein und alles ist dahin. Wir kommen später dazu nochmal zurück. Ja. Sorry, ich habe nichts gesagt gegen dich, Xcode. Bitte nicht reopen. Es ist alles Beta, ne? Das kann man verzeihen. Das passiert sofort, wenn man... Die Sprache ist ja sicher, deswegen stürzt es auch nicht ab. Aber das liegt daran, weil Xcode eben noch nicht in Swift geschrieben ist. Wäre Xcode in Swift geschrieben... könnte das jetzt gar nicht passieren. Ja, das ist ja dein Xcode hast es nicht offiziell registriert und legitim erworben wahrscheinlich. Doch, natürlich, ich habe dafür gezahlt. Das ist alles raus nachher, ja, das müssen wir uns nur merken. Fiona, ich habe doch schon gesagt, dass ich dafür $99 gezahlt habe. Glaubst du mir etwa nicht? Aber verstehe ich das richtig, dass das, was da in der rechten Spalte zu sehen ist, so eine Art automatische Erklärung ist? Genau. Und das passiert, wenn du jetzt links was so Kompliziertes machst, dass die Formulierung links schon die einfachstmögliche ist. Was macht die rechte Spalte dann? Ich denke, sie wird sich wiederholen. 5 ergibt 5. Also um das mal kurz zu erklären, es ist einfach nur so, als hätte ich links einen Taschenrechner und rechts stünde das Ergebnis. Nö, in unterschiedlich groß hoher Komplexität. Bei der letzten Zeile passiert ja was ganz anderes, bei der vorletzten auch. Ja, ist schade, dass ich das schon stehen habe. Quasi das Ergebnis meiner Aufgabe, die ich dem Computer gegeben habe, steht schon rechts. Genau. Das Ergebnis der Zeile. Also Programmiersprachen funktionieren alle eigentlich, nein, nicht alle. Okay, wir kommen nochmal zu anderen Programmiersprachen, wo es nicht so ist. Aber die meisten, die wir kennen und die meisten Programmierer jemals benutzen werden, funktionieren nach dem Prinzip, der Ausdruck, der hingeschrieben wird, den versuchen wir so weit zusammen zu kochen, bis wir beim Atomischen sind, bis es nicht mehr weitergeht, bis man sagen kann, okay, das ist komplett abgekühlt. Hier kommt noch die Zahl raus. Wir können aus einer Zahl jetzt wirklich nichts anderes machen. Lukas, kannst du das nochmal ganz anders formulieren? Ich kann es mal versuchen, ganz anders zu formulieren. Ich glaube, es ist das, was man in letzter Zeit manchmal bei guten AGBs von Websites sieht, dass nämlich links der juristisch wasserdichte Code steht und rechts steht das, was es für Normalsterbliche so ungefähr bedeutet. Das ist dann juristisch nicht ganz so super, dafür kann man es aber verstehen und es ist nur 2% so lang. Das ist schön. Genau, das heißt, Juristen sind auch so eine Art Compiler. Die kompilieren halt manuell Rechtstexte den ganzen Tag und erklären einem das dann. In dem runtergekochten, im einfachsten, wie es geht. Also der Compiler vereinfacht es so lange, bis ich eben ein sinnvolles Ergebnis habe, hoffentlich. Okay. Das heißt, Swift heißt, wir brauchen dich in Zukunft gar nicht mehr, weil du musst uns gar nicht mehr erklären, was das da für Code ist, weil das können wir einfach rechts selber lesen. Eingehen. Ja? Naja, du siehst ja nur das Ergebnis. Das ist wie im Mathe. Genau, wir sind ja auch bei Quelltext. Wie im Mathe-LK. Ihr wart ja alle im Mathe-LK. Da wisst ihr auch, dass in den Klausuren es nicht zählte, wenn man nur das Ergebnis hinschrieb, weil das nämlich irrelevant war. Wichtiger waren die Schritte, wie man zum Ergebnis kommt. Und wenn man die Schritte nicht versteht, in der eine Zeile Code zusammengeköchelt wird langsam, um dann Richtung Ergebnis zu kommen, dann versteht man nicht, was man tut.
Und man könnte auch sagen, ich kann es nochmal anders formulieren. Was wir hier sehen, was man hier hinschreibt, also wenn ich jetzt hier so eine Rechnung hinschreibe, 5 mal 6 mal 3 mal, keine Ahnung, 67 oder so, dann kann man auch sagen, okay, das hier sind so eine Art chemische Elemente und ich lasse sie reagieren, der Computer lässt sie reagieren und das Ergebnis der Reaktion ist eben eine Zahl, kann aber auch eine Zeichenkette sein. Also das ist, bis es sich eben nicht mehr laut den Regeln der Programmiersprachen bewegen kann. So. Diese rechte Erklärspalte, ist das jetzt eine Eigenschaft von Swift oder von diesem Xcode-Ding, was du da benutzt? Von Xcode, das haben sie aber zusammen ausgeliefert. Das funktioniert zusammen, dass der Entwickler von Swift sagt, also der Chefentwickler sagt, das wurde inspiriert durch die Talks von Brett Victor. Das können wir vielleicht im Nachgang nochmal verlinken. Wer ist Brett Victor? Brett Victor ist ein Ex-Apple-Mitarbeiter, der mittlerweile sehr sauer darüber ist, dass er überhaupt mal bei Apple gearbeitet hat, weil alle Sachen, die er dort erfunden hat, er niemandem zeigen darf. Und er hat, glaube ich, eine Menge gute Sachen erfunden. Unter anderem eben so interaktive Playgrounds für Programmiersprachen. Das haben sie dann später eben umgesetzt. Es gab aber natürlich diese Idee schon vorher, schon viel früher, und ich habe auch noch Alternativen mitgebracht. Aber ich meine, okay, das mit den Zahlen und so, alles schön und gut. Es gibt noch viel interessantere Sachen, die man damit machen kann. Zum Beispiel hier habe ich diesen kryptischen Ausdruck. Ich muss gar nicht erklären, was das macht, weil ich klicke einfach hier drauf. Und ich kann es einfach angucken, was es tut. Also den Wert, den x annimmt. Ich kann sogar hier draufklicken und sehe die tatsächlichen Werte. Das ist jetzt aber deshalb grafisch, weil dieses Map, was da drin vorkommt, was mit Grafik zu tun hat, oder? Das ist nicht deshalb... Let sagt nur, gibt dieser Konstante... Bitte was? Katrin hat Map gesagt. Ach, man sollte denken, dass Map irgendwie was mit Karte oder Abbildung oder so zu tun hat. Und ist deswegen kann man denken, okay, das macht irgendwie eine Grafikfunktion. Ist aber nicht so. Map ist das, weiß ich nicht, eins der zentralen Prinzipien, Erfindungen aus den funktionalen Programmiersprachen. Also Map bedeutet einfach nur Abbildung und man nimmt also eine Liste von Zeug und sagt, mache bitte auf, also bilde das bitte über diese Funktion ab. Also das heißt, auf jedes Element aus dieser Liste mache mal bitte mal 2 oder mache mal bitte auf jedes Element Sinus oder eine kompliziertere Funktion und das Ergebnis hat man dann. Das heißt, man muss nicht schreiben for i gleich 0, bla bla bla, diesen ganzen komplizierten Boilerplate, sondern man sagt einfach nur, bitte abbilden. Und das mache ich hier. Ich sage, ich möchte die Zahlen von 1 bis 10 als Array, also als Liste haben und bitte abbilden auf den Cosinus. Das ist sehr kompakt. Das habe ich mir immer gewünscht in Objective-C statt der Lego-Steine. Das ist wirklich eine sehr kompakte Ausdrucksweise. Das ist überhaupt nicht neu. Ich kann jetzt zum Beispiel mein Terminal aufmachen und Scala zum Beispiel nicht eingeben. Okay. Scheiße. Ich kann meinen Browser aufmachen. Nee, ich kann doch mein Terminal aufmachen und eingeben Node. Ja. Das ist JavaScript jetzt. Also, okay, sagen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Liste von Zahlen, 1 bis 6. Und in JavaScript gibt es auch Map. Und ich kann sagen, ich möchte diese Liste von Zahlen bitte auf die Funktion, eine Funktion von x, also x ist dann die Zahl, die jeweils eingefügt wird, abbilden und sagen, gib mir bitte 2 mal x. Vielen Dank. Und als Ergebnis habe ich dann die Liste 2, 4, 6, 8, 10, 12. Also dieses Map, oder ich kann es in Ruby machen. 2, 3, 4, 5, 6. Map. In Ruby geht es so, glaube ich. Bitte korrigiert mich. Also all diese Sprachen haben dieses Prinzip. Wir könnten jetzt noch 10 andere Sprachen machen, die das auch haben. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Aspekt von dem, was man funktionalen Stil nennt. Und im Gegensatz zum imperativen Stil, der halt wäre,
for i gleich 0, okay, solange i irgendwie Liste und erhöhen und dann das, was alles uns jetzt erstmal leichter erscheinen würde. Ne? Ich weiß nicht, ob das also wirklich einfacher ist. Also ich glaube, wenn man das nie gelernt hat, wäre das andere einfacher. Mhm. Ich glaube, dass das hier totaler Quatsch ist, ehrlich gesagt. Was wir, wo mit dieser C-Syntax, mit der wir uns halt ewig rumgeschlagen haben, die jeder kopiert hat, leider. Das ist die Syntax von Schleifen. Genau, also diese komischen For-Loops, mit denen man sich jahrelang rumgequält hat. Wie viele For-Loops habt ihr in eurem Leben schon geschrieben? Ich glaube, ja? Zumindest jeder, der mal im Informatikunterricht war, hat mal sowas machen müssen. Genau, und dann noch For, in oder For. Oder Do, While oder weiß der Teufel was. Genau, also ich habe schon sehr viele leider schreiben müssen. Und für mich ist eine große Erleichterung, dass es sowas gibt. Es gibt nicht nur Map, es gibt auch noch Reduce, dann kann man halt das Ganze wieder zusammenkochen zu einem. Ach, das ist das Map in Map Reduce. Das ist Map in Map Reduce. Ja. Genau, das ist ganz einfach. Und mal gucken, vielleicht gibt es hier sogar Reduce. Ja, gibt's. Okay, dann kurz mal erklären, was es mit Map Reduce auf sich hat, oder? Das ist wirklich sehr interessant, weil da habe ich zum ersten Mal diesen Gedanken verstanden. Ja, aber ich glaube, wir schweifen ganz schön ab. Erklär mal, ich will es auch wissen. Vielleicht zumindest kurz. Wir müssen es ja gar nicht erklären, weil ich kann es einfach zeigen. Du kannst es kurz zeigen. Der Gedanke, der mir da, wo da der Groschen fiel, als ich MapReduce verstanden hatte, war, dass eine Suchmaschine wie Google eigentlich nichts anderes ist als eine Sortiermaschine. Weil Google sucht eigentlich gar nichts, weil das, was er uns als Ergebnis liefert, das hat er alles immer schon. Die suchen ja nicht live im Internet, sondern die machen ja eine Kopie vom Internet und haben die Google-Gebäude liegen. Ja, das stimmt. So, und die suchen eigentlich nicht wirklich, denn die sortieren nur. Die sortieren, die sortieren das Internet in eine Reihenfolge, wo das, was du interessant findest, ganz oben steht. Das heißt, genau genommen ist Google keine Suchmaschine, sondern eine Sortiermaschine. Und warum ist das so wichtig und was hat das mit MapReduce zu tun? Lukas? Ach, hätte ich dir mal lieber zugehört. Nein, Google hat irgendwann mal mit diesem MapReduce-Marketing angefangen und was sie einfach noch machen, also was man eben machen kann, ist, diese Abbildung zu verteilen auf viele Computer. Das heißt, wir können sagen, sagen wir mal, das Array ist nicht 1 bis 10, sondern 10.000. Jetzt seht ihr, wie das hier hochzählt. Obwohl dieser Computer sehr neu und schnell ist, dauert es. Man kann zugucken, also man kann es hier auch aufmachen, dann gucken wir mal. Wie lange der Computer braucht, um das hier zu machen. Wir sehen auch, Swift ist sehr langsam. Und es wird auch immer langsamer jetzt. Ist ja nur 10.000, eigentlich keine große Zahl. Das konnte der C64 auch schon verarbeiten, diese Zahl. Heute jedoch nicht. Also wir sehen, das ist ein Problem, viele Sachen nacheinander machen zu wollen auf derselben Maschine. Deswegen hat Google sich gedacht, hey, schicken wir doch einfach nehmen wir doch einfach 10.000 Computer und geben jedem eins dieser Zahlen und sammeln das nachher wieder ein. Und dieses Zusammensammeln ist das Reduce. Das heißt, man sagt, okay, wir verteilen alle, wir sagen, ey, ich suche nach dem Wort Banane und ich sage, hey, 10.100 Millionen Google-Computer, in eurem Abschnitt des Webs, den 100 kleinen Seiten, die ihr habt, wie oft kommt denn das vor? Und dann suchen alle gleichzeitig in ihrer kleinen Abteilung und am Ende sammeln wir die Ergebnisse ganz schnell ein und summieren die. Das ist wie die Polizei, die ein Gebiet durchkämmt, ja, mit einer Hundertschaft. Durchkämmt die Wüste. Durchkämmen die Wüste und dann, da durchkämmt ja nicht einer alles, sondern ganz viele ein bisschen. Genau, Brute Force. Und dann muss aber am Ende dafür Sorge getragen werden, dass alle, die was rausgekriegt haben, auch Bescheid geben. Das ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Ich weiß nicht, wie das funktioniert bei so einer Suchaktion, aber irgendwie schon. Also Google funktioniert genau wie eine Polizei durch Cam-Aktion im Wald. Können wir das nächste Mal vielleicht ganz genauso Polizei durch Cam-Aktion im Wald-Spezialisten hier dabei haben? Vielleicht einen. Genau, das macht MapReduce. Man hat eben, und dass ich das mit so wenig Code hier hinschreiben kann, das nennt man Expressivität. Und die Expressivität dieser Programmiersprache ist eben viel höher. Also wenn ich das jetzt mit Objective-C hinschreiben will, habe ich jetzt gar keine Lust zu, weil das würde zu lange dauern. Aber du hast doch nur einen Computer. Ich habe nur einen Computer. Noch.
Warum, wenn Expressivität ein so geschätzter Wert ist, warum sind wir dann jetzt erst an dem Punkt? Muss man warten, bis das Verständnis für die Konzepte sich so in allen Köpfen einigermaßen ausgebreitet hat, bevor man eine weitere Abstraktionsebene obendrauf setzen kann? Oder warum gibt es das nicht schon seit 50 Jahren? Das gibt es seit den 60er Jahren. Und wurde dann aber lange nicht, also lange einfach ignoriert. Also diese Konzepte kommen eigentlich, soweit ich weiß, von McCarthy, Lisp-Erfindung. Und okay, wechseln wir mal raus aus dem Apple-Land Richtung Lighttable. Lighttable ist eine Software, die auch erwähnt wird von Chefentwickler von Swift, woher er seine Inspiration genommen hat zum Thema Playground. Ich guck mal, ob die Software ist etwas komisch. Ich muss mal kurz gucken, ob ich mich daran noch... Ja, okay. Man muss erstmal was laden und dann speichern und dann geht's, soweit ich weiß. Ich hoffe, im Publikum kann irgendjemand Clojure, weil ich kann es nicht. Ihr müsst mich also korrigieren. Aber... Das Publikum setzt so diesen ich möchte nicht drangenommen werden Blick auf. Okay, also das hier ist sowas ähnliches wie Xcode, es heißt Lighttable und es ist eine IDE für verschiedene Programmiersprachen, vor allen Dingen für Clojure. Clojure ist ein Lisp-Dialekt, der auf der Java Virtual Machine läuft. Ich hoffe, das muss ich jetzt nicht erklären. Ich müsste eigentlich jetzt alles erklären. Weil dann, wenn ich das jetzt erklären müsste, dann... Ich lass mal. Okay. Mach mal weiter. Ich schreib mal was hin. Vielleicht kommt jetzt gleich was, was alle wieder verstehen. Ach so, wir hatten ja vorhin diese eine Aufgabe, die das hier nicht konnte. Ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, denn ich habe das nicht ausprobiert. So, jetzt steht hier Connecting, denn beim ersten Mal muss erst eine Clojure-Instanz gestartet werden. Die könnte jetzt auch irgendwo bei Amazon laufen, aber sie läuft jetzt auch bei mir, deswegen dauert es ein bisschen, bis das zum ersten Mal einsatzfähig ist. Dann geht aber alles ganz schnell. Ah, wir haben ein Ergebnis. Das ist der Unterschied zwischen der C-Welt und der Lisp-Welt zum Beispiel. Hier gibt es Unterstützung für sehr große Zahlen. Kein Problem, damit muss man sich überhaupt nicht beschäftigen mit so einem Kram. Und man muss es nur etwas komisch hinschreiben. Also bei Lisp ist halt die Syntax, wie gesagt, es kommt aus den 60ern, man war sehr minimalistisch, man hat für alles nur eine Syntax, nämlich Klammer auf, Klammer zu und dazwischen stehen Wörter und Zahlen und mit Leerzeichen getrennt, das war's. Clojure ist leider komplizierter als das, aber ich möchte eure Gehirne jetzt nicht damit verschmutzen. Auf jeden Fall, wir haben gesehen, ich habe hier was eingetippt und ich habe sofort das Ergebnis in der Zeile daneben. Ich kann hier also genauso arbeiten. Oder sagen wir mal, keine Ahnung. Hier gibt es auch so eine Vervollständigung. Also das Ding weiß auch irgendwie ungefähr, woran ich gerade arbeite und hilft mir. Willst du mir damit jetzt sagen, dass alle Entwicklungsumgebungen das schon seit Jahren können und ich es nur nicht weiß, weil ich mir nie eine angeguckt habe? Oder willst du damit sagen, dass speziell die beiden, die du da gerade zeigst, super und neu und fortschrittlich sind? Es gibt ein paar Entwicklungsumgebungen, die, ich weiß auch nicht genau warum, dafür optimiert sind. Also es gibt zum Beispiel auch die Scala-Worksheets für die Programmiersprache Scala, die auch eher eine funktionale Programmiersprache ist, die das auch genau das Gleiche macht. Auf Basis von Eclipse. Also das, wie gesagt, das gibt es schon länger. Man beschäftigt sich zu wenig damit. Es drängt sich natürlich jetzt irgendwann der Gedanke auf, kann das Ding nur zeilenweise oder kann mir der Playground auch das Ergebnis ganzer Funktionen, ich will nicht sagen vorhersagen, ist ein bisschen viel gesagt, aber vorhersagen, bevor ich die dann letztlich mal kompiliere und ausführe. Das wäre ja dann eine ganz andere Farbe auf der Palette. Also letztendlich wird einfach das, was ich hier eingebe, ausgeführt, egal wie komplex es ist. Und wenn es nicht abstürzt, kriege ich auch das Ergebnis raus, klar. Was ist eigentlich, wir haben jetzt über verschiedene Entwicklungsumgebungen gesprochen, richtig? Ja. Was ist echt der Unterschied zwischen einer Entwicklungsumgebung und einem Editor?
Weil eigentlich kennen wir ja, haben wir letzten Mal immer in einem Editor geschrieben, so Code reingeschrieben und dann danach den Code ausgeführt und dann hatten wir ein Programm. Ich weiß, ob wir das wirklich gemacht haben, aber ich gehe mal davon aus. Was ist jetzt eine... Ach, schick. Guck mal. Was ist eine Entwicklungsumgebung? Eine Entwicklungsumgebung, IDE. Eigentlich ist der englische Name ein bisschen... verrät mehr, worum es geht. Denn das heißt, genau, eine integrierte Entwicklungsumgebung. Also der Witz liegt eigentlich bei der Integration. Das heißt, du hast ein Ding, wo du den Code schreibst und das deinen Code auch versteht und dir auch die Fehler sofort anzeigt beim Programmieren. Die du eigentlich nie verlassen musst, um dein Produkt zu herzustellen. Also tatsächlich ist bei Xcode ist es wirklich so, ich kann damit alles machen bis hin zum Geldverdienen sogar. Also es gibt einen Knopf, der sagt, jetzt in den App Store hinein. Okay. Gut, das stimmt nicht so ganz, man muss vorher den scheiß Developer-Account beantragen und rumwürgen mit 90er-Jahre-Formularen. Pass auf, was du sagst. Aber das sage ich jetzt lieber nicht. Okay, laden wir mal ein Praxisbeispiel, zum Beispiel Flappy Bird. Yeah. Jetzt kommen wir zum produktiven Teil. Das ist ein Open-Source-Programm. Spielst du jetzt live? Ja, ich spiele das jetzt. Das ist sehr schwer. Drück auf Play. Das ist jetzt aber... Was ist denn das hier? Ach, das ist ja schon, Swift, genau. Das ist Swift, genau. Ich erkenne es am LED. Hier geht's, ja. Hier geht's los. Hast du das selber programmiert? Nee, das habe ich nicht selber programmiert. Das ist ein Open-Source-Programm. Wie kriegen wir denn das jetzt mal ein bisschen kleiner? Wie geht das doch? War hier nicht mal ein... Kennt ihr alle Flappy Bird? Simulier doch ein iPhone ohne Retina kurz, gelöt. Flappy Bird ist ein gibt's nicht. Absurd schweres Spiel. Aber es ist, wieso spielst du es denn jetzt nicht? Es läuft nicht. Doch, nein, es läuft. Ich wollte es nur so groß machen, dass es auf dem Bildschirm passt. Zu klein. Weil, geht gleich los. Es startet. Hier, okay. So. Schon tot. Ja, es ist wirklich sehr schwer. Also es gibt ja nur diese eine... Machst dich ganz gut. Man darf auch nicht gegen, Rohre stoßen, die man nicht sieht. Jetzt spielen wir die nächste Stunde. Also wie gesagt, man kann nur drücken, ja. Man muss im richtigen Moment drücken. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Das Spiel ist zu schwer für mich. Also ich schaffe eigentlich nie. Fiona, möchtest du mal? Komm, du musst drücken. Einfach drücken. Was? Einfach nur drücken. Ja, Vorsicht. Genau, es ist sehr schwer. Sehr schwer, sehr frustrierend. Ein bekanntes iPhone-Spiel, das hat jemand nachprogrammiert in Swift. Und mit Doge. Es gibt es auch mit Doge. Ich muss die Schrift, glaube ich, ein bisschen kleiner machen, leider, sorry. Eigentlich illustriert das Spiel die Lernkurve eines Objective-C-Entwicklers. Ja, das stimmt. Das stimmt genau. Und bang. Was man hier zeigen kann, ist, das ganze Spiel besteht eigentlich nur aus 260 Zeilen Code. Das finde ich gut, denn ich mag es, es ist immer gut, wenn es wenig Code gibt, denn das bedeutet wartbar, lesbar, man kann sich Fehler werden nicht übersehen. Fehler. Katrin guckt komisch. Mein Verdacht wäre jetzt eher gewesen, dass gerade wenn es wenig Code ist, der dann dafür ganz besonders unlesbar ist. Ja, so wie ein Obfuscated C-Contest zum Beispiel. Zum Beispiel. Mhm. Komm, wir zeigen kurz ein Obfuscated Perl-Programm, damit ihr wisst, was Katrin meint. Nach dem frustrierendsten Spiel aller Zeiten, jetzt der frustrierendste Quellcode aller Zeiten. Wir muten unserem Publikum sehr viel zu heute. Genau, also das Thema Lesbarkeit. Ist überhaupt noch jemand dabei? Genau. Das Thema Lesbarkeit ist... Es werden mehr. Das ist aber so klein. Ah ja. Ihr seid alle pervers. Ich will nach Hause. Hier, das ist auch ein schönes Programm. Das sind unlesbare Programme, die... absichtlich unlesbar. Aber schön kurz. Aber schön. Fast auf eine Seite. Es hat fast wie so ein, wie ist das Teppichbodenmuster, wenn du nochmal hochscrollst. Das könnte man nehmen. Auch das hier Nachteile, das so zu machen. Einfach in die Nähmaschine einprogrammieren. Das Nachteile, das so zu machen? Es hat keine Nachteile, das so zu machen. aber zurück zum Flappy Bird. Du nimmst Sebastian überhaupt nicht ernst. Natürlich hat es Nachteile, sowas zu machen, aber nicht für den Computer. Dem Computer ist es wirklich total egal und wahrscheinlich sind diese Programme auch... Der ist ja eh der Einzige, auf den wir Rücksicht nehmen müssen. Ich glaube, dem Computer gefällt es sogar besser, weil er kann das schneller übersetzen. Denn der denkt, zum Glück sind die ganzen blöden Buchstaben, die Leute brauchen, weg.
Und der ganze, also ich kann sich schneller durch das Programm fressen. Aber als Mensch ist man natürlich aufgeschmissen, das kann niemand warten oder lesen. Jedes Mal, wenn ich dann so ein Obfuscated-Programm erweitern möchte, muss ich eigentlich wahrscheinlich nochmal von null anfangen und brauche Stunden, um zu verstehen, was ich da getan habe. Aber das heißt, du hast uns das ja gerade gezeigt, in den 60ern war das alles noch sehr kurz und knapp und jetzt ist es so lang und ausführlich und so breit. Ja. Warum? Hätte man das nicht in den 60ern auch schon so machen können? So menschenlesbar und live übersetzen? Moment, okay, ich muss jetzt nochmal, also wir müssen uns nochmal ganz kurz ein Listprogramm angucken, um, also wo man in den 60ern war. Das ist John McCarthy hier oben. Genau, wann haben Sie angefangen? 1958. Es gibt doch diese Theorie, dass die Qualität einer Programmiersprache mit der Barttracht Ihres Entwicklers zu tun hat. Wie ist es da mit Swift? Hat das schon jemand untersucht? Er hat keinen Bart. Und das bedeutet? Chefentwickler. Ja. Wollen wir mal sehen. Ich will das nicht, das müssen andere beurteilen. Leute mit Bart. Das, ich glaube, du darfst zu dem Bart nichts sagen, weil du bist ja unter NDA. Ne? Nun ja. Genau. Also eigentlich, das gut. Ist ja inhärent sexistisch. Na egal, lassen wir das. Also ich finde Listprogramme nicht so unlesbar, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist auch Geschmackssache. Stimmt. Mit. Warte. Okay. Schlechtes Beispiel, sehr, sehr schlechtes Beispiel. Ich brauche mal ein Beispiel. Ah, hier zum Beispiel Factorial in Lisp implementiert. Susanne Engelmeier hat einen Bart. Das zählt. Ja? Ja. Kurz mal googeln. Okay, ganz kurz, also wo waren wir... Scheiße. Wo waren wir in den Ende der 50er, 60er Jahren? Okay, das ist ein sehr kompaktes Programm in Lisp. Das macht Factorial, was ist denn das auf Deutsch? Dings. Fakultät. Ha, Bulldog weiß es. Das berechnet die Fakultät. Das heißt, wir können ja ausprobieren, was es heißt. Mal gucken, ob das noch kompatibel ist. Nein. Dann nehmen wir vielleicht ein richtiges, was ich nie installiert habe, mache ich mal schnell. Nebenbei. Dieses Programm ist sehr kompakt, es hat nur drei Zeilen. Ich muss nirgendwo hinschreiben, Import irgendwas. Ich muss keine Class, Public Static Void Main Situation hinschreiben. Diese ganze Quatsch entfällt. Es ist wirklich nur das Allernötigste. Hier steht nur, es gibt eine Funktion, Factorial, die nimmt ein Argument, das heißt n. Und sie ruft sich selbst so lange auf, bis sie fertig ist. Es braucht also keine Schleifen. Die Funktion besteht nur aus einem if, das sagt okay, also eine Fallunterscheidung, die sagt, ist n 0, dann ist das Ergebnis 1. Sonst ist das Ergebnis n mal die Fakultät von n minus 1. Und das, würde ich sagen, ist eine sehr kompakte und sehr lesbare Implementation. Es ist, also darüber kann man sich jetzt streiten. Und aus dieser Schule kommt das ganze Thema funktionale Programmierung, weil ich halt diese Funktion, die ruft sich selber auf, man kann an jeder Stelle Funktionen definieren, alles kein Problem. Ich muss keine Typen definieren und so weiter. Man hat sich dann nur daran gestört, dass man eben Mathe komisch schreiben muss, also dass man eben schreiben muss mal 123, 3, 4, 5. Das kennt man nicht aus der Schule, sondern man will das schreiben. Und ich bin mir relativ sicher, dass das einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass diese Programmiersprachen sich nicht durchgesetzt haben. Weil die C-Syntax eben diese sogenannte Infix-Syntax unterstützt für Ausdrücke. Das, was man aus der Schule kennt. Dadurch ist der Compiler viel komplizierter. Die Syntax hat mehr Ausnahmen. Es gibt so, okay, Präzedenzregel, welcher Operator muss vor welchem anderen Operator ausgeführt werden. Punkt vor Strich. Punkt vor Strich-Rechnung. All dieses Zeug machen C-Compiler auch. Und C-Familien-Compiler. Und bei Lisp-Derivaten ist das alles völlig egal, weil die Regel ist immer, das, was am Anfang steht hier, ist der Operator. Fertig. Wenn ich hier was zusammenzählen will, schreibe ich es hier so rein. Die Klammer ist immer da. Ohne Klammer geht gar nichts. Es ist fast eigentlich einer natürlichen Sprache ähnlicher. Wenn ich einen mathematischen Ausdruck auf Deutsch formulieren muss, ich multipliziere 3 mit 4, ich sage nicht, ich 3 multipliziere 4 oder ich 3 mal nehme mit 4 oder sehe. Genau. Also ich habe am Anfang habe ich den Operator oder wie würde man sagen, das. Genau. Und das ist also Verb unter Objekte.
Verbobjekte, Verbobjekte. Und diese Sprache ist auch entwickelt worden, hauptsächlich um künstliche Intelligenzanwendungen zu ermöglichen und so weiter. Was natürlich alles nicht geklappt hat, aber gut, zurück zu wo waren wir denn jetzt eigentlich? Bei Swift, ne? Mhm. Flappy Bird, genau. Hier ist ein Programm in Flappy Bird, es sieht sehr klassisch aus. Das könnte auch JavaScript sein, finde ich. Findet ihr das auch? Jetzt kommen wir zur Objektorientierung. Sind wir jetzt wieder bei, bei Swift? Ja. Ich habe aber da NS gesehen. Wir das haben NS gesehen. NS Time Interval. Das ist nicht die Zeit von 33 bis 45, sondern das bedeutet irgendwas anderes. Richtig, genau. Was ist NS? Du hattest ja vorhin gemeint, NS, das kommt, das ist Next Step. Die Funktionen kommen von da, kamen mit Objective-C, aber jetzt sind die immer noch da. Genau. Und also, wir sind aber noch bei Swift. Das ist ja zum Verrücktwerden. Okay, ich erkläre kurz. Also das hier ist Next Step. Das war die Firma von Steve Next war die Firma von Steve Jobs, nachdem er bei Apple rausgeschmissen wurde. Und er hat trotzdem weiter Computer gebaut. Und da kam dieses komische Zeug raus. Und dann ist er wieder zurückgegangen. Dann wurde das gekauft von Apple. Oh. Und also sie haben ein Betriebssystem gebaut, das hieß Next Step. Es war komplett objektorientiert. Das war das Neue daran. Deswegen heißt Objective-C auch Objective-C, wegen der Objects, die überall rumhängen. Es war ein bisschen angelehnt an Smalltalk, wo sie eben auch diese, wo alles ja um Objekte geht. Es geht weniger um Verben, es geht mehr um Objekte. Es ist einfach eine Fokusfrage. Es ist wie, okay, ich will jetzt nicht schlöhn voraussetzen. Ich würde mal sagen, vielleicht kann Katrin als Autorin noch was dazu sagen. Es gibt, weiß ich nicht, verschiedene Autoren verwenden wahrscheinlich andere Häufigkeiten von Verben, Adjektiven, Substantiven und so weiter. Ist auch eine Stilfrage. Ja, aber zum Beispiel im Next-Step-Land dachte man, genauso wie im Java-Land, Substantive sind alles. Objekte sind alles. Nomen sind alles. Verben sind nicht so wichtig. Das sind Probleme, mit denen sich die zeitgenössische Philosophie nebenbei bemerkt auch rumschlägt. Genau, und also die Frage, ich kann das jetzt mal, ich habe morgen dazu einen Talk, übrigens auch in diesem Gebäude, ich weiß aber nicht, in diesem Raum, dieses Cybar Camp. Ja, das ist morgen heute, also quasi. Morgen heute? Ja. Morgen, wir sitzen quasi schon im Setup für morgen, aber sind noch im Ach, das heute. Das ist dann genau in dem Raum hier auch. Das ist genau in dem Raum. Okay, hier. Das ist praktisch, kann ich eigentlich gleich Kannst hier bleiben. Gleich hier sitzen bleiben. Ja, also das ist jetzt aber wirklich sehr ab von dem, was wir hier machen. Aber Katrin hat gefragt. Naja, du kannst es nicht so einfach einwerfen und dann gar nicht erklären, das stimmt, was natürlich, du meinst. Ja. Also es gibt seit ein paar Jahren eine unter dem Namen objektorientierte Philosophie laufende Bewegung, in der versucht wird, Objekten in der Welt zu ihrem Recht zu verhelfen. Kein dummer Witz jetzt. Die Idee dahinter ist, dass bisher man versucht hat, das Wesen der Welt oder eine Wahrheit darin zu finden, indem man alles in immer kleinere Teile zerlegt und sagt, wir werden schon herausfinden, was die Welt im Innersten zusammenhält, wenn wir nur noch genauer messen und noch kleinere Teile alles zerlegen und Strings und Quarks und Atome. Genau. Also und man muss dazu sagen, also bei Next Step würden all diese Sachen NS-Atom, NS-Quark, NS-Molekül heißen, ja, aus denen die Welt besteht. Genau, und vor allem, es gäbe nichts anderes. Yeah. Ja? Also das nennt man Materialismus, ganz grob gesagt. Ja? Die Welt besteht aus Zeug und dieses Zeug ist auch alles, was es gibt. Da ist nicht noch irgendetwas anderes. Ja, ja, auch also, wenn wir denken, wir hätten da noch irgendetwas anderes, das ist alles nur dieser Krempel, dieses materielle Zeug. Man sieht Steve hier in einem Business-Anzug. Er präsentiert den Interface-Bilder von NextStep und er zeigt, wie das Zeug verbunden wird, von dem du gerade sprichst. Kann ich mal den Ton anmachen, damit wir sehen können, ob er total begeistert ist? Nee, wir machen den Ton lieber nicht an. Ich habe gelernt in meiner Präsentationsschulung, dass man das nicht machen darf, während man selber redet. Oh. Doch, wir können ihn mal kurz anmachen, dann müssen wir aber selber schweigen. Nein, ich habe den Sound gar nicht angeschlossen. Du musst auf HDMI umschalten. Oh Gott, ich weiß jetzt, Systemeinstellung. Warum, wenn du das nicht machen
solltest. Das ist Wissen, was alle Leute doch, haben wir wollen mal müssen. Ganz kurz, hier. HDMI so, ja? Hat nämlich auch Ton, obwohl es nach Bildsignal aussieht. And on this one, why don't we go ahead and put the memory size. How about that? Ja, das ist auch HDMI, right. Das ist halt laut. So now we've got these three here. And we'll go ahead and move those down, maybe down here, and make our window a little bit wider. Es ist schwer vorstellbar, dass even ich after these are hooked up, I can relay them out, I can add new controls, whatever I want. And now, I'll go ahead and get a rich text field and bring it over here. Eigentlich ist das ganz witzig, weil Steve hier zeigt, wie man programmiert, ohne Programmierer zu sein. Er sitzt da ja auch im Business-Outfit und sagt, hey, dank der Objekte müssen wir nicht programmieren. Ja, wir können die Objekte nehmen und einfach da reinschieben in das Programm. Und dann besteht das Programm eben aus diesen Objekten. Und die sind irgendwie verbunden und schicken sich Nachrichten und dann wird es kompliziert, aber... Aber du sagst das so sagst das so beiläufig, dann besteht das Programm eben aus Objekten, ja? Das ist ja nicht vom Himmel gefallen, dass das so ist. Programme müssen nicht aus Objekten bestehen. Das ist Menschenwerk. Ja? Die Idee, dass man bestimmte Dinge zu logisch zusammengehörigen Entitäten, Einheiten zusammenfasst und die dann Objekte nennt, die dann aus Funktionalität und Daten bestehen, mit denen man dann irgendwas tun kann, das muss ja nicht so sein. Also ein Computer ist nicht so aufgebaut. Also jedenfalls nicht zwingend. Ja, das ist Menschenwerk, dass das so sein soll. Genau, also die Objekte gibt es nicht in dem Computer. Genau, die Objekte sind eine sind vielleicht auch der Versuch, so wie Sprache, also wie gesprochene Sprache funktioniert, in den Computer zu übertragen. Und gesprochene Sprache hat ja auch sehr viel mit Objekten zu tun. Ja? Also wir hantieren mit da ist auch ein Subjekt, ist ein Objekt, ja, und ein Substantiv ist ein Objekt. Also ich sitze in Nerv der ist auch ein Objekt. Quelltextlesung. Oh. Ja, das weiß ich nicht. Müsste mal gucken, ob das so ist. Ja, alle sind Objekte. Okay. Jedenfalls, um das von vorhin nochmal abzuschließen, die während diese eine Bewegung sagt, okay, alles, wir werden schon alles rausfinden, wenn wir nur die kleinsten Teile letztlich alle haben, dann wissen wir am Ende alles über die Welt. Ja. Ich glaube, das stimmt nicht. Und das andere Extrem, das sagt, nein, in Wirklichkeit kriegen wir das alles nicht so richtig raus, weil alles steht immer nur so in Beziehung zueinander und alles ist nur relativ und das ist nicht wirklich ein Tisch, sondern wir erklären das jetzt nur zum Tisch, weil wir dran sitzen und dann einen Computer draufstellen und dadurch machen wir es zum Tisch, aber es ist nicht für jeden ein Tisch und es ist alles, also alles ist schrecklich relativ, ja, diese Erkenntnis ist sehr populär oder diese Feststellung ist sehr populär, ja, die Zeit ist relativ, der Raum ist relativ, wir wissen nicht mal absolut, genau, was in unserem Gehirn vorgeht, weil das Unbewusste uns reinfunkt, das ist alles ist relativ, ja, so. Und das heißt, da kriegen wir auch nicht richtig, da kriegen wir, das ist die andere ein Extrem, so an Antirealismus, ja, so, das ist das Gegenteil quasi davon. Und die objektorientierte Philosophie sagt, weder das eine stimmt, noch das andere stimmt. In Wirklichkeit besteht die Welt nämlich aus Objekten, so. Mhm. Und Objekte jetzt nicht im Sinne von eine Flasche Bier und eine Steckerleiste und ein Computer, sondern in einem maximal weiten Sinne. Also auch wenn wir über Einhörner nachdenken, auf der Rückseite des Mondes, dann sind das genauso Objekte, wie reale Dinge, wie Tische und Stühle und so weiter. Sie haben andere Eigenschaften, ja, man kann andere Dinge mit ihnen tun und sie sind vielleicht nicht real, aber sie sind genauso ein Objekt wie die anderen Sachen auch. Ja? Und das ist diese Philosophie, da kann man jetzt sehr tief reingehen, aber die betont halt die Objekthaftigkeit von Zeug und will eben damit eben auch sagen, Objekte interagieren miteinander und sie tun es auch, wenn kein Mensch dabei ist. Das ist so ein bisschen die Pointe von der ganzen Geschichte, so gegen den Idealismus, der sagt, okay, das alles passiert nur, wenn der Mensch dabei ist und guckt und es passiert nur dem Menschen. Und das kann man gut hinterfragen. Und gesagt, was war denn vor den Menschen, was wird denn nach den Menschen sein? Das führt jetzt ein bisschen weit weg, aber das ist eine der Grundideen hinter objektorientierter Philosophie, die tatsächlich den Begriff sich geklaut hat von objektorientierter Programmierung. Okay. Man kann das vielleicht auch so illustrieren, ich habe ja hier in deinem Swift-Playground die Funktion, die Zahlen 1 bis 30 auf einen Sinus abbildet. Das ist eine reine Funktion, es gibt hier... Okay, man kann sagen, es gibt hier das Object-Array, aber sagen wir mal, das gibt es nicht, sondern es gibt wirklich die Zahlen 1 bis 30 oder unendlich viele Zahlen.
und rechts sehe ich was. Und ich kann sagen, als Mensch, ist eine Kurve, ne? Also das ist das Objekt. Aber das ist nur eingebildet, das ist natürlich keine Kurve, ich sehe eine Kurve. Okay, also um Gabriel kurz abzuholen. Ja, ist das linke ist funktional wirklich eine Kurve. Und das ist jetzt, hier ist ein Kurvenobjekt. Ne? Ich kann das auch anfassen. Guck mal, da kommt die Walt Disney Hand und greift nach der Kurve. Und suggeriert mir, dass sie plastisch und wirklich da ist. Und ich durch den Bildschirm greifen und sie berühren kann. Zurück zu Flappy Bird. Flappy Bird besteht nur aus 260 Zeilen. Es reichen also aus 260 Zeilen Code, wahrscheinlich noch weniger, um einen Superhit zu schreiben. Ja? Der Millionen Installationen auf allen iPhonern der Welt hervorruft und den Autor in den Wahnsinn treibt, weil er das nicht erwartet hat, der arme Junge. Der schaltet das dann ab und kriegt gar nicht mehr $50,000 pro Tag, die er vorher verdient hat, und es alle reißen sich die Haare aus, wie kann es sein? Hat er auch in Xcode am Ende auf den Knopf Geld verdienen gedrückt? Genau, der hat wirklich hier Product gesagt, wir können jetzt das auch machen. Ne? Also, das ist der einzige fucking Trick. Wir haben ja, ich sag hier, okay, iOS Device, ne? Und dann möchte ich das gerne archivieren, dann wird das kompiliert. Ne? Compiling. Irgendein Storyboard wird noch compiled. Kann ich auch genauer reingucken. Ah, und dann sage ich hier Submit. Und kann dann sagen, bitte mal verkaufen. Ich habe 3 Firmen, über die ich das jetzt verkaufen könnte. mehrere GmbHs. und könnte jetzt auch Flappy Bird in den Store stellen. Und, oh, aber da habe ich natürlich keine Lust zu. Wir können ja mal reingucken. Also Swift auch eine objektorientierte? Ja. Scheiße, haben wir das vorher schon gesagt? Nein. Gut. Ist das so eine Sprache, wo man die Wahl hat, ob man objektorientiert sein will oder nicht? Naja, also man könnte auch anders, wenn man sich jetzt... Genau, also Swift ist an der Stelle genauso wie Scala, das ja jeder kennt. Eines Tages werden wir Shownotes haben, dann kann man das hinterher alles nachlesen, was du erzählt hast. Ja, ich würde gerne noch einmal den Schluss zu dem ziehen, was wir vorher gesagt haben. Also ich muss jetzt dummerweise auf meinen eigenen Podcast verweisen. Noobcore Folge 5, wo wir darüber gesprochen haben, wie programmiert man einen Computer. Und da haben wir auch über verschiedene Programmierparadigmen gesprochen. Und ich fand es eigentlich sehr hilfreich, was mit der Meisterprogrammierer Andreas Bog, der Compiler schreibt und so, erklärt hatte, ist, wir hatten ja vorher darüber gesprochen, dass es eine Simplifizierung ist von Programmiersprachen. Objektorientierte Programmierung ist der Versuch, es weniger schmerzhaft zu machen, zu programmieren, weil es weniger anstrengend ist, darüber nachzudenken, was man da programmiert. Es ist einfach mehr an das angeglichen oder es ermöglicht eine Angleichung an das, wie wir Menschen unsere Umwelt wahrnehmen und darüber nachdenken. Zumindest manche Menschen. Stimmt, ja. Was? Nicht alle Menschen denken so. Oh, worauf willst du hinaus? Na, ich möchte darauf hinaus, dass das ist total richtig. Objektorientierung wurde, soweit ich weiß, eingeführt mit Simula, oder? Gabriel, wir haben darüber gesprochen. Ich glaube, Simula. War die Sprache, die es erfunden 67. hat. Simula 67. Und dass die Motivation war, man möchte was simulieren, was in der Realität da ist. Und also man möchte Objekte der Wirklichkeit modellieren, der Wirklichkeit, wie sie ist für uns Menschen halt. Und natürlich hat man auch angenommen, und auch bei Java vor allen Dingen. Java ist ja so, dass die Enterprise-Sprache, die Geschäftssprache, wo man gedacht hat, okay, komm, wir machen die Sprache so, dass die Programmierer möglichst wirklich keine Probleme haben, effizient programmieren können und alles so ist, wie sie denken, wie sie die Welt sehen. Also genauso wie du sagtest, eben strukturiert als Objekte und so weiter. Aber es ist wirklich fragwürdig, ob es
ob es so ist, also ob man wirklich alles als Objekte betrachten sollte in der Welt. Ich verstehe, was du darauf hinaus willst. Es ist hochpolitisches und politisch wahrscheinlich zum Scheitern verurteiltes Unterfangen, die Welt in Objekte einzuteilen. Genau. Es gibt in ja auch Java. Klassen. Auch, ja, auch eine Klassengesellschaft. Genau, und es ist, das wird früher oder später zu Problemen führen, weil es natürlich fraglich ist, höchst fragwürdig, ob wir unsere Umwelt objektifizieren sollten. Wir wissen nicht mal, ob Tomate eine Frucht oder Gemüse ist. Genau. Und es ist schwierig. Genau, und zum Beispiel in Java oder in ist jeder Mensch ein Objekt. Und das ist normal. Kann eins draufsetzen, in der objektorientierten Philosophie ist auch jeder Mensch ein Objekt. Ja, warum? Das macht es nicht sehr populär. Stimmt, alte weiße Männer sich überlegen. Und wolltest du uns, bevor wir eigentlich jetzt schon fast fertig sind, noch kurz zeigen, wie das jetzt ist mit diesem Swift Flappy Bird und warum du das nicht geschrieben hast? Warum habe ich das nicht geschrieben? Nee, was ich nur zeigen wollte ist, hier wird gleich als erstes eine Klasse aufgemacht. Das heißt, die Objektorientierung hat uns wieder. Ich muss jetzt leider so ein bisschen Objektorientierung voraussetzen. Ich glaube, wir haben letztes Mal auch schon darüber gesprochen. Es gibt Klassen und Objekte. Und wir sind immer noch in der Next-Step-Welt. Wir waren eigentlich dabei, warum steht hier noch NS, warum steht hier SK, das heißt SpriteKit und so weiter. Das Ganze und CG, das heißt Core Graphics. Das sind alle Sachen, die man schon kennt aus der Apple-Welt, beziehungsweise aus der 90er-Jahre Next-Step-Welt. Die sind noch da. Swift ist nur ein syntaktischer Zucker. Eine Abstraktion, die letztendlich immer noch auf dasselbe objektorientierte Universum zugreift, aber es nur noch stärker verschleiert und eben viele kleine Abkürzungen bietet, die funktional aussehen, aber es letztendlich nicht wirklich sind. Das war ein wunderschöner Satz. Das heißt eigentlich, es ist eine undogmatische, objektorientierte Sprache. Das ist eine sehr pragmatische Sprache vor allen Dingen. Also es ist eine Sprache von Ja-Sagern. Für Ja-Sager. Wo man sagt, funktional, objektorientiert, ja. Hauptsache, ihr seid schneller nachher, ne? Und macht weniger Fehler. Das muss ja auch, das Geld muss fließen, ne? Also los. Das ist eigentlich interessant, ich will gerade mal überlegen, ob das in dem Sinne nicht vielleicht wirklich noch näher an einer gesprochenen Sprache ist. Also ich würde mich schwer tun, Deutsch oder auch Englisch als eine rein objektorientierte Sprache zu bezeichnen, weil da passieren Dinge, die nicht wirklich objektorientiert sind. Naja, zum Beispiel keine dieser Sprachen unterstützt Adjektive. Weiß nicht, ist ein Adjektiv nicht eine Eigenschaft von einem Objekt? Ist ein Integer, das Haus ist oder schön. Ein String oder so ist doch ein. Das Auto hat vier Türen. Sowas. Ja, vier Türen, vier Türobjekte. Ja, okay, aber das Haus ist. Es ist viertürig. Aber der Obstsalat oder. Aber zum naja, Beispiel, es ist ein. Ein Ding ist eine Frucht, wenn es zum Beispiel kleinschneidbar ist. Kleinschneidbar als Adjektiv. Okay, interessant. Keine Ahnung. Ja, doch, es gibt so ein paar. Also mit Adjektiven tut man sich schwer, ne? Bei Scala gibt es dann Traits und so, aber das ist alles, okay, da wird es sehr, sehr schwammig, weil es halt qualitativ ist. Letztendlich muss man alle Qualitäten, die man in einem Programm hat, immer als Zahlen abbilden. Geht ja nicht, es gibt ja nur Zahlen. Aber jetzt zeig mir doch nochmal in diesem Quelltext, wo ist dieser kleine süße Vogel, der da so. Wo ist der Vogel? Wo ist der Vogel? Okay, kann. Gucken wir mal. Ein Vogel ist ja natürlich ein Sprite. Kennen wir eigentlich Sprites noch? Nee. Okay. Die Sprites sehen wir uns fürs nächste Mal auf, weil es nämlich jetzt schon so fast vorbei hier. Genau. Ja, zeig den Vogel bitte. Vielleicht heißt er Bird. Ah, ja, hier. Set up our bird. Let bird texture 1 gleichzeichen SK texture image named bird 1. Das klingt doch sehr verständlich, oder? Also Vogeltextur, naja gut, ist ein technischer Begriff. Ist eine neue Textur, die soll aus dem Bild, das bird 1 heißt, geladen werden. Das ist wirklich wenig Code, also vorher muss man sagen, okay, lad mir das mal aus der Datei und das brauchen wir alles gar nicht. Und hier wird noch gesagt, Filtering Mode nearest, also bitte nicht, also bitte lass es so aussehen wie 8-Bit. Versuche nicht irgendwie das schön zu verkleinern. Und Bird 2, das ist wahrscheinlich der andere Flügelschlag. Ich würde jetzt eigentlich gerne mal sehen, wie das aussieht hier. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, okay, das ist endlich der Punkt gekommen, wo Lukas Sebastian einen Vogel zeigt. Nee, wir sehen jetzt hier leider gerade nicht. Entschuldigung.
wie zum Beispiel der Vogel aussieht. Ne? Also das ist eigentlich das, was Brad Victor sich jetzt gewünscht hätte, dass ich jetzt hier, wenn ich ernsthaft formiere und nicht in meinem Playground bin, ne, wichtig, dass ich dann hier sehen kann, okay, was ist ein Bird 01 für ein Bild? Kann ich aber nicht sehen. Schade. Also diese Intelligenz und magische Vorschau und diese ganzen Sachen, die beschränken sich nur auf den Playground. Das heißt, wenn ich jetzt also im normalen Quelltext kann ich das nicht sehen. Im normalen Quelltext geht es gar nicht. Ja. Ah, das ist ja arm. Ja, ne? Das heißt, also, wenn es wirklich losgeht, dann bin ich wieder alleine. Aber es ist wie bei Lovecraft, da kannst du erstmal üben und dann hinterher alleine musst genau. du es so machen. Also das ist der Unterschied zu zum Beispiel Lighttable, da könnte ich halt ein Riesenprogramm drin schreiben und habe die Funktion, an jeder Stelle kann ich Command-Enter drücken und habe das Ergebnis daneben. Aber kein Flappy Bird. Kein Flappy Bird, aber bis zum nächsten Mal schreibe ich ein Flappy Bird in Lisp. Genau, der Vogel wird erzeugt, der Vogel hat eine Animation. Sie besteht aus diesen zwei Bildern, nämlich Flap, Flap. Jedes Bild wird 0,2 Sekunden angezeigt. Für immer wird sich diese Animation wiederholen. Der Vogel muss immer weiter flappen. Hier wird der Bird wirklich erstellt. Es ist ein Sprite-Node, also ein Grafikobjekt, gemanagt vom Sprite-Kit. Er ist zweimal so groß, wie er eigentlich ist. Er fängt relativ zur Bildschirmposition an. 35% links, nee, 35% der Breite des Bildschirms und 60% der Höhe des Bildschirms. Dort fängt es an und er fängt an, mit den Flügeln zu schlagen. Jetzt kriegt er Physik, denn Sprite unterstützt Physik, das heißt, er ist ein Körper und der Vogel hat einen Körper, der ist aber nur halb so groß, wie der Vogel eigentlich ist. Er kann sich nicht rotieren, er darf nicht rotieren, sondern er fällt einfach runter. Ohne zu rotieren, das ist, glaube ich, auch der Witz. Dass er einfach so plopp auf den Boden fällt. Ja, die haben halt gesagt, wenn er größer ist, dann ist er vielleicht zu schwer. Wir können das ja mal ändern hier, was dann passiert. Ja, ich denke, also ich habe das jetzt mal weggemacht. Ups. Und vielleicht ist es jetzt unspielbar schwer. Im Gegensatz zu vorher, wo es ja kein Problem war, für mich 100 Punkte zu erlangen. Also ich habe es jetzt gerade modifiziert. Ja, es ist unspielbar schwer. Also du brauchst bald wieder einen neuen Laptop. Du kannst jetzt einfach. Okay. Also, das hat das Spiel wirklich sehr stark dramatisiert, dass ich hier eine Zahl geändert habe. Man könnte auch sagen, okay, mach es mal ein bisschen leichter. Ja. Genau. Mach mal ein spielbares Flappy Bird. Weil ich so doll gedrückt habe. Oh. Ja. Okay. Gewonnen. Nee, er ist jetzt da. Du hast dauerhaft gewonnen. Oh, wow. Zu früh gefreut. Okay, also. Also übrigens, mir ist gerade aufgefallen, was das für ein Schmuh ist mit der Objektorientierung. Ja. Also ja, zumindest hier, SK Action. Ich habe gerade mal nachgeschaut, dass dieses Objekt SK Action, das Sprite Kit Action, wenn man das liest, muss einem schon irgendwie die Galle hochkommen, so wenig ist das ein Objekt. Ein SK Action Object, ich zitiere aus der... Darf ich daraus zitieren? Ja. Ich zitiere, ich sage jetzt nicht woher, is an action that is executed by a node in the scene. Actions are most often used to change the structure and content of the node to which they are attached und so weiter. Also hier wird eine Aktion, also etwas, ja, was getan wird, als Objekt behauptet und richtig, verkleidet. Das ist ja wohl mal Quatsch halt mit Soße. Klassische Objektorientierungsfanatismus. Ja, ja, also da kann man sehen, wie etwas, was nun beim besten Willen kein Objekt ist, nämlich die Bewegung einer Sache, ja, wie die zu einem Objekt umgemodelt wird aus ideologischen Gründen. Genau. Naja, jetzt mit Swift könnte man eigentlich sagen, es ist halt eine Function. Also entweder würde ich sagen, eine Bewegung ist eine Eigenschaft von einem Objekt, aber kein Objekt. Ne? Also ein Property oder ein Charakteristikum eines Objekts ist eine Bewegung, könnte man sagen. Oder man muss einsehen, dass das kein Objekt, dass die Welt nicht aus Objekten besteht, sondern aus Prozessen oder sowas. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein Freund von, aber man sieht hier, wie so abstruse, also wie dieses Weltbild Dinge in so abstruse Formen presst. Aber aus der Tatsache, dass wir Verben substantivieren können, sagen wir mal, ich hasse das Fliegen, geht doch schon hervor, dass das Fliegen, ja.
da geht doch schon hervor, dass das kein so ungewöhnlicher Vorgang ist, dass man hin und wieder in der Situation ist, dass man aus einem Vorgang ein Objekt machen möchte. Statt des Wortes Objekt, das Wort Konzept verwendest. Ja, aber das ist genau das Problem. Wiederum eine Frage. Achso, wenn man aus dem Wort Objekt das Wort Konzept machen würde, würde es wieder funktionieren. Da bin ich bei dir, weil Konzept oder Concept wäre auf Deutsch der Begriff. Ja, ich habe einen Begriff von etwas. Das Fliegen ist ein Begriff, auf jeden Fall. Fliegen auch. Die Frage ist, und das ist wirklich ein schweres Problem, nämlich das Verhältnis, und das ist, glaube ich, ein ungeklärtes Problem, das Verhältnis von Objekt und Sprache. Also, wenn du sagst, machen wir einfach mal aus dem Objekt einen Begriff, dann sagst du eigentlich, vergiss das Objekt, wir haben schon was besser ist, nämlich die Sprache. Die Sprache hat Begriffe und die Begriffe können das alles. Warum darauf verzichten? Warum die runterzwingen auf ein Objekt? Ja, also die Sprache ist möglicherweise, also die gesprochene Sprache jetzt hier, also Deutsch in dem Fall, ist vielleicht mächtiger und vielleicht verständlicher und vielleicht schlüssiger als ein Konzept von, wir müssen alles in Objekte pressen. Also würdest du sagen, dass und oder und vielleicht und also Präpositionen alles auch Objekte sind? Mir fällt es schwer, mir das vorzustellen. Kann eines sein. Und oder? Als das eine ist eine Unverknüpfung und das andere ist eine Oder-Verknüpfung. Nein, aber du möchtest... Ich glaube, wir objektifizieren das durchaus. Vielleicht, wenn es uns aufhört, als störend. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es mir jetzt nur um das Wort, also ob das illegal ist, nur das Wort und zu betrachten, das ja ohne weiteres mal ein Objekt sein kann. Aber damit ist ja nicht das Konzept und gemeint. Genau. Ja. Ja. Zurück zu Flappy Bird. Zurück zu Flappy Bird? Hm? Okay. Ja, du hast noch ungefähr 3 Minuten Zeit, um jetzt Flappy Bird so ein bisschen spielbarer zu machen und interessant zu machen und uns zu zeigen, wie wir den Quelltext lesen können, damit wir zum Beispiel die Schriftart im Comic Song verändern können und ähnliche Geschichten. Okay. Und auch noch schnell in diesen 3 Minuten bitte mir und dem Publikum sagen, warum wir jetzt gleich anfangen sollten, Swift zu lernen, was wir davon hätten. Ja, das würde ich nicht empfehlen, außer man möchte viel Geld verdienen. aber es ist moralisch verwerflich. Außer man möchte viel Geld verdienen und findet das gut. Ganz zwischendurch, ich habe nur diesen Code von 1958 oder so hier eben ausgeführt in der Konsole. Ich habe die Fakultät von 300 berechnen lassen. Es ging unglaublich schnell. Das hätte Swift wahrscheinlich nie hingekriegt. Machen wir mal 3000. Habt ihr gesehen, wie schnell das ging? Mhm. Nee, es war zu schnell. Es war so schnell, dass das ist einfach unglaublich. Aber diese ganzen Nullen sind sehr verdächtig. So, bitte die letzten 3 Minuten nutzen. Okay, die 3 Minuten, wozu nutze ich sie? Ich finde es gut, dass die Armen Geld verdienen müssen, denn iOS-Programmierer jetzt mit einer einigermaßen vernünftigen Sprache hantieren können. Es ist nicht die reine Lehre. Es gibt viele andere interessante Sprachen draußen, die alle offen sind, die auf allen Plattformen laufen, die von denen sich hier bedient wurde. Zum Beispiel Scala, Haskell, sag mal was ihr mögt, Clojure, wer Skriptsprachen mag, Ruby, sogar Dinge aus Python sind drin, würde ich sagen. Oder die neue Mozilla-Programmiersprache Rust. Super spannende Sprache. Nächstes Mal. Können wir alles nächstes Mal uns angucken. Mhm. Also Apple hat hier einfach hat einen guten Job gemacht, eine pragmatische Lösung alles zu kombinieren, was so da draußen ist, eigentlich auch schon länger gibt und ist nun auch der App Store Fabrik zugänglich zu machen. Eine Anmerkung noch dazu. Ich glaube, ein interessantes Spannungsfeld, das sich irgendwie auch mit dieser neuen Programmiersprache auftut, ist jenes zwischen, man könnte es so betrachten wie, hey cool, jetzt können auch irgendwie Leute, die keine krassen Programmierer sind, Apps entwickeln. Ja, es ist jetzt irgendwie einfacher geworden, man kann damit seine Kohle verdienen und man lernt irgendwie noch spielerisch und programmieren und wird dabei mega reich, vielleicht. Also überzeugt mich jetzt nicht, wenn ich den Code angucke, der da zu sehen war. Das sieht für mich genauso borstig aus wie alles andere. Mhm. Dann hast du noch kein Objective-C gesehen. Ja.
Ziel wäre ja trotzdem so diese iPhone. Wenn man keine Ahnung hat, ist der Unterschied marginal. Genau, wenn man keine Ahnung hat, dann das stimmt. Ja. Es geht um iOS-App-Entwicklung. Ne? Also das wurde vereinfacht und es ist durchaus attraktiv, da drin zu entwickeln, weil es der Weg zum Store ist relativ kurz. Aber ich glaube, dass ich weiß nicht, ich habe da ein gewisses Unbehagen, diese Argumentation gegenüber, die wird auftreten und die ist jetzt auch schon mir mehrmals untergekommen, weil dieses Programmieren lernen, der Kohle willen, also es ist schwierig. Also ich meine, mich erinnert das an dieses Jeder kann programmieren lernen Initiative, die jetzt vor ein paar Tagen startete mit Ranga Yogeshwar, was ich auch cool finde, ich mag Ranga Yogeshwar, aber es geht halt, darin wurde auch argumentiert, ja, Kinder müssen jetzt unbedingt programmieren lernen, das ist total wichtig, weil Geld, weil Wirtschaft. Und das ist der falsche Weg, damit kriegt man keine, ja, man sollte Kinder begeistern, aber das schafft man nicht mit wirtschaftlichen Argumenten und das ist aneinander gekoppelt. Und ich sehe ein ähnlich schwieriges Verhältnis bei... Ja, auch bei Swift. Hey, mit diesem Riesenpuckel habe ich immer 2 Punkte geschafft. Das ist eine Also du kannst dann einfach den Code schreiben, dass du mehr Punkte machst. Das stimmt. Komm, schreib mal den Code, dass du mehr Punkte machst. Ich hab nichts mehr dazu zu sagen. Wir können es weiterspielen. Lukas hat eine... Hast du das geschafft, da durchzukommen? Ich habe einfach den Fuckel so groß gemacht, dass ich besser durchpasse. Ist doch klar. Visuelle Metapher für die Quelltextlesungszuschauer gefunden. Sie wissen hinterher immer mehr, aber sie stoßen trotzdem noch gegen die Röhren. Das wird sich jetzt jedoch ändern, denn ich habe gerade einfach Return in die Funktion Spawn Patch geschrieben. Was bedeutet, dass ich mit diesem Riesen... Es kommen keine Röhren mehr. Dieser Vogel, der sich nur von McDonald's Maxi-Menüs ernährt hat, wird in seiner Welt nie Herausforderungen begegnen. Wir müssen uns den Flashy-Part als einen glücklichen Bird vorstellen. Das Spiel hat eine neue Note bekommen. Wie oft kann ich drücken, ohne abzustürzen? Das heißt, irgendwann wird einfach mein Arm erschöpft sein und ist die neue Challenge bei diesem Spiel heißt. Wir haben alle gleich viele Punkte. Welcher Rechner gibt der Rechner oder der Arm zuerst auf und oder die Batterie? Also bei Hangout kann man ja 8 Stunden. Ach, jetzt hast du aufgegeben. Ja. 8 Stunden Livestream. Du hättest jetzt noch weiterklicken können. Ich bin erschöpft. Du bist erschöpft. Also das heißt, wir haben es auch heute wieder nicht geschafft, Leuten auf einfache Art und Weise zu zeigen, warum man Quelltext lesen können sollte, außer wenn man Flappy Bird gewinnen möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich bei dem Programmieren nur für Geld ist keine gute Idee Argument mitgehe und wenn ihr mich nochmal einladet, dann lege ich mir bis zum nächsten Mal eine Gegenargumentation zurecht. Okay. Es gibt bestimmt Sachen, die viel schlimmer sind für Geld zu tun, zum Beispiel Dinge, die... Oder atomar betrieben sind. Naja. Denkt mal darüber nach. Okay. Denkt mal darüber nach. Im Vergleich dazu ist Swift-Programmieren... Also Programmieren ist eigentlich immer gut, ne? Weil man dadurch weniger Materialschlachten hat. Was? Also ich glaube, wir überlegen uns einfach bis zum nächsten Mal noch ein paar neue Argumentationen. Gabriel, schick sie uns diesmal digital, dann lernen wir sie vorher auswendig. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Yeah! Yay, vielen Dank. Oh, doch, es sind noch Leute da. Der schönste Applaus, den ich je bekommen habe. ja, toll, jetzt wird das Video bei YouTube gesperrt. Vielen Dank, ich mach mal aus. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr hier wart. Danke, tschüss.